So, Chat, da werden wir. Fears to Fathom, Woodbury Getaway. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe mir auf Steam gar nichts dazu durchgelesen. Also ich weiß nicht, was die, warum es in der Story gehen wird. I guess ihr findet es gleich zusammen heraus. Aber wenn ihr noch nie was davon gehört habt, es ist so eine Reihe an Stories, wo immer so irgendwie einmal im halben Jahr immer eine Story rauskommt. Und das sind immer irgendwie so Stories rausgenommen von Reddit, wo Leute dann irgendwie eine Story von sich gepostet haben, denen irgendwas Gruseliges passiert ist. Sei es, die sind irgendwie verfolgt, jemand hat die verfolgt, keine Ahnung, jemand ist bei denen mal eingebrochen oder sowas und haben irgendwie so eine gruselige Geschichte erzählt. Oder haben halt auch da unten steht, ne, haben denen so eine Story per Gmail zugeschickt. Kann natürlich sein, dass die Stories ein bisschen erfunden sind. Ne? Kann natürlich aber auch sein, dass die Stories echt sind. Wir wissen es nicht, aber die Stories sind meistens eher so gestaltet und erzählt wie etwas, was in der echten Welt auch passieren könnte. Ja, keine Zombies, keine Dämonen, keine Geister oder so, sondern meistens eher realistische Szenarien. Und ja, das ist der aktuellste Teil. Die aktuellste Story kam gestern raus. Woodbury Getaway. Und ja, wir gehen rein und gucken uns an, was das für eine Story wird. Der letzte Teil war leider katastrophal scheiße, leider. Der hat mir gar nicht gefallen. Der letzte Teil war so ein Spiel, wo du auf einem Feuerturm warst. In einem Wald, um halt zu gucken, dass niemand da campt oder so. Und das Spiel war arschlangweilig. Das war echt schade, obwohl ich die anderen Teile alle sehr, sehr gerne mochte. War der letzte echte Absturz. Deshalb hoffe ich, dass das wieder gut ist. Dass das wieder nice ist. Und die Serie wieder zurückfindet zu ihrem nicen Ursprung. So. Und Sibota, Dankeschön für 16 Monate. Und Blalum, Dankeschön für 20 Monate. Firewatch mit Kultgegner. Ja, irgendwie so Firewatch und da war irgendwie so ein Kult im Wald und du hast die ganze Zeit nur so langweilige Daily Firewatch Aufgaben gemacht und irgendwann am Ende in den letzten 10 Minuten passierte etwas und das war nicht mal gut oder so. Deshalb, ja. Ich hoffe, das wird geiler. Wir gehen rein. Episoden. Genau, das hier, das war hier der Ironbark Lookout. Das war das letzte. Wo man vom Turm pinkeln konnte, genau. Circa 2 Stunden, okay. Ja, let's go. Ah! Erster Jumpscare, Chat. So, jetzt seid ihr alle wach, ne? Ich brauche Kaffee, um durch den restlichen Tag zu kommen. Oh Mann, meine Kamera ist irgendwie heute zu tief. So. Direkt neue Windel, nice. So, okay, wir scheinen wohl in einem geilen Büro zu sein, nice. Wir müssen spät nachts noch Reste machen, die wir nicht geschafft haben. Nach Hause, Homeoffice, dürfen wir auch nicht. Ich konnte nicht gehen. Ich brauchte immer noch einen Kaffee. Okay, dann gehe ich halt in die andere Richtung. Sorry, dass ich nicht direkt weiß, wo der Kaffee ist. Meine Nase ist heute ein bisschen schlechter. Ich kann den Kaffee schlechter riechen. Aber stimmt, ja, in der Richtung. Die guten Reste, ja. Irgendwie, ne, zu viel auf Arbeit gehabt. Ein bisschen ist noch was übrig geblieben und man dachte sich, ach komm, ich mach das heute fertig, dann kann ich morgen früher Schluss machen. Und dann stellst du fest, ah fuck, es ist doch ein bisschen mehr als gedacht. Ne? Und dann sitzt du da um 2 Uhr nachts oder wie spät es hier gerade ist. So, Statement. Wo ist denn die Kaffeemaschine hier? Ein Bejour? Okay, ich glaube, ich brauche erst so ein Tab. Es braucht Wasser. Oh, ey. So. Jetzt hast du Bad Ending, ja. Boah, riecht ihr das? So immersiv, oder? Man riecht den Kaffee förmlich bei diesen Geräuschen.
Ich brauche einen Deckel. Als ob der einen Deckel braucht. Junge. Du sollst damit nicht spazieren gehen. Du sollst es an deinem Tisch essen. Trinken. So. Den grünen Kühlschrank hatten wir auch früher. Ja, der ist schon sick, ne? Also die Farbe als nice. Ich musste aufs Klo. Ja, wie? Ich hab einen Kaffee. Dann gehen wir halt mit dem Kaffee aufs Klo, I guess. Wie er schlürft, ey. Ja, essen. Ich habe ihm versprochen, sorry. Ist da jemand noch da? Michael, bist du noch hier? Aha, der ist noch da. Was willst du, Sid? Ich versuche, das hier fertig zu kriegen. Ich wollte bloß sehen, ob du was brauchst. Sorry, ich wollte dich nicht stören. Können sich diese Kunden denn nie entscheiden? Arbeitest du immer noch an diesem Bericht? Ja, ich versuche, ihn fertig zu bekommen. Brenn dich nicht selbst aus. Was auch immer. Okay. Ich glaube, der ist gerade nicht gut zu sprechen auf mich. Kommen nicht erst nach Klonen erst nach Kaffee? Ja, in der Regel schon, ne? Haben wir hier irgendwo einen Mülleimer? Nee, ne? Ja, mach die Putze, Alter. Ah. Oh, ich bin eine Frau. Loi. Was geht ab, Frotschi? Okay, sogar mit einer Pissleiste. Ist Sid auch ein Frauenname? I guess vielleicht Spitzname von Sydney oder so? Der ist wütend, weil ich den Becher weggeworfen habe. Wow, Madam. Entschuldigen Sie sich. Entschuldigen Sie. Ich wusste nicht, dass jemand hier ist. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Es tut mir so leid. Ich hätte klopfen sollen. Normalerweise ist hier niemand mehr um diese Zeit. Ja, Sie hätten klopfen sollen. Noch einmal. Es tut mir leid. Normalerweise klopfe ich, aber heute bin ich ein bisschen schlecht drauf. Ich habe nicht dran gedacht. Warum sind Sie schlecht gelaunt? Irgendjemand wirft ständig Kaffeebecher durch das ganze Büro und das ist nun schon seit Wochen. Verdammt! Es war wirklich der Kaffeebecher! Oh wow, das ist wirklich unverschämt. Ich muss los. Nun, ich muss wieder weitermachen. Ich möchte nicht die ganze Nacht hier bleiben und Kaffeebecher aufsammeln. Haben Sie eine gute Nacht. Vor allem, wieso sprintet der? Wie schnell der war. Der wollte einfach hier komplett wegfliegen. Brauchen Sie Hilfe mit irgendwas? Ich bin gerade mit meiner Runde fertig geworden. Nee. Okay, nie wieder, Chat. Nie wieder werfe ich hier irgendwelche Kaffeebecher rum. Das wird mir eine Lehre sein. Und ich hoffe, euch auch. Schmeißt eure Becher vernünftig. Findest du das lustig? Ja, schon ein bisschen. Er wird mich umbringen, Chat. Er wird mich umbringen. Das wird sowas von Bad Ending. Yo, moin, Sid am Apparat. Was gibt's? Hallo, entschuldigen, entscheide dich für Sidney Harper. Wer ist das? Was ist das denn? Entscheide dich für Sidney Harper. Hey, Harp, it's Mike.
Hey, Mike. I've been trying to call your cell for the last 2 hours. It just keeps going to voicemail. Is everything all right? Ja, mein Handy spinnt zurzeit ein wenig. Mein Akku geht immer dann aus, wenn ich es am wichtigsten. Okay, ich kann es nicht lesen, was da steht, also kann ich das nicht nehmen. Oh, snap. I was starting to think maybe you were ignoring me. Nein, vorhin ist es auch schon bei einem Kunden. Ja, was auch immer. I'm just kidding. Hat er einen Crush auf sie? What are you still doing at work? It's getting kind of late. Die Arbeit überwältigt mich in letzter Zeit ein wenig. Nur mehr Überstunden. Mehr Überstunden, mehr Geld. Damn, Harp, that sounds rough. Bisschen hustling. Good thing I called to cheer you up. Umzug steht an. About our trip, did you get a chance to book the rental house? Just really wanted to see you. And Nora. Okay, wer ist Nora? Ich wollte es nach der Arbeit machen. No worries, Harper. I don't want to stress you out. As long as you book it tonight, I think it'll be fine. Hey. I was thinking, since we both live in the city, maybe I could pick you up and ride together. It'd be nice to catch up. You know, save on gas and relive the good old days. Just a little bit of Mike and Sydney time before Nora gets there. Okay. Klar, hört sich gut an. Great. I guess I'll let you get back to work then. Ein Dreiergespann. Ein Dreiergespann von zwei Frauen und einem Mann. Und zwischen zweien gibt es irgendwie so ein paar Funken, sodass der Dritte jetzt in diesem Bunde irgendwie ein bisschen außen vor steht. Oh, wait, one more thing. Ja? When you book the rental, please make sure to keep it under $100 a night. Okay, knapp bei Kasse momentan. Nora and I were talking and she's been on a pretty tight budget. Things haven't been going very well for her. Oder Chat, Nora und Mike sind ein Paar, aber er hat sich in letzter Zeit ein bisschen verguckt in Sydney. Klar, ich finde schon was Erschwingliches. It'll be just like the old college days. You always had a knack for finding the best spots. Ich sollte mich nun echt um die Buchung kümmern. Right, right, of course. Sorry for yapping. I'm just excited. Sorry for yapping, sagt er. Alright, talk to you later, Harp. Jo, hau rein, Digi. So, dann machen wir mal den Bericht hier fertig. Oder so, was man auch immer sagt als Büromensch. Yo, Alien! SK, Dankeschön für 49 Monate und hi! Für Tier 3, vielen, vielen Dank. Oh, ein Rail-Shooter. Oh, ich muss was schreiben. Magnet? Turn? Ich hab doch E gemacht. Was ist das für ein Wort? Das sind zwei Wörter, lol. Ist schon ein funny game. Ist schon ein funny game. Was? Okay, chill. In dem Spiel gibt es also doch Aliens, ja. Unable to execute. Search. Giga. Oh, das schreibt automatisch. Okay. Das Main Game kann warten. Jetzt werden hier die Alien-Spielwerte gerade gemacht, ja. Find your place to stay. Woodbury. Ah.
350, 249. Hier. Private Cabin in Woodbury. Unter 100. Da ist Wi-Fi dabei, TV, man kann angeln, es gibt einen Garten, eine Küche und sogar Platz zum Parken. Okay, was ist das? Die teuerste Butze ist da oben, ne? Peaceful Cabin Area. Okay, ja, nehmen wir auf jeden Fall die hier. Zwei Reviews, 3 Sterne. Na, da steht doch kein Killer drin. Sieht voll gut aus für 99 Euro die Nacht. Dollar. Für 3 Gäste, 2 Räume, 2 Betten. Und 1,5 Bett oder so. Sieht sick aus. Für 99 pro Nacht, für 99 Leute? Hey, ich gehe mal davon aus, dass du hunderte, wenn nicht sogar tausende Geschichten täglich geschickt bekommst. Also gebe ich dir eine schnelle Erklärung über das, was passiert ist. Tut mir leid, falls einiges komisch klingt, aber ich hatte es eilig. Nico, was geht ab? Danke für 68 Monate. Als ich in meinen frühen 20ern war, habe ich meiner Stadt in einem großen Beratungsunternehmen gearbeitet. Also das ist wahrscheinlich jetzt Auszug aus der E-Mail, ne? Die der Entwickler bekommen hatte. Das Leben in der Firma war eine konstante Mischung zwischen Stichtagen, Klientelmeetings und Versuchen, meinen Wert zu beweisen. Weswegen viel Raum für Freizeit und ein Sozialleben, nicht viel Raum für Sozialleben, okay, blieb. Das Unternehmen bezahlte gut, klar, aber der Preis war mein geistiger Frieden. Ich bin Sydney Harper und diese Geschichte fand an einem dieser Tage statt. Einer meiner College! Was soll das wahrscheinlich heißen? Mike schlug vor, dass wir für ein Wochenende einen Ausflug ins ländliche Vermont unternehmen. Was sich anhört wie die perfekte Pause vom Zyklus der Arbeit, und meine andere Freundin Nora war schnell mit an Bord. Der Plan war einfach. Wir mieten eine kleine Hütte. Wir beenden unsere Schicht früh am Freitag, gehen und sind am Montag wieder da. Ist ja komisch geschrieben. Ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt. Mike kam, um mich abzuholen. Zwei Tage später. Geiles Ey. Das ist also Mike? Ah, der hat eine PSP. Das ist eine PS Vita. Ich fahre gerade in die Parkgarage. Ah, das war gar nicht Mike. Oh, singen Rando. Okay, da kommt er. Moin, Mike, altes Haus. Ja, warte, ich schmeiß kurz das Gepäck hinten rein, wa? Okay, nein, ich steige mit dem Gepäck. Ah, okay, du übernimmst das. Gentleman. Harp. Umarmung. Du umarmst Leute immer noch so? Warum umarmst du mich nicht so, als ob du mich vermisst hättest? Lange Umarmung. Jeder hat eine lange Umarmung, mein Gott. Du siehst gut aus. Also tust du, Mike. Danke, dass du mich mitnimmst. Ich hätte es nicht anders gewollt. Es ist schön, Gesellschaft für die Fahrt zu haben. Bei diesem alten Truck kommen Erinnerungen hoch. Ja, oder? Der alte Hund hat schon so einiges durchgemacht. Du kannst deine Sachen einfach hinten reinschmeißen und dann fahren wir los. Quaba! Alles klar, Harp. Bist du bereit, loszufahren? Nickt. Ah, ich hätte nach Nora fragen sollen. Ah, zu spät.
Ja, ist Übersetzungsfehler. Die haben das also einfach zu also übersetzt. I guess. Das war ein Geschenk von meinem Kollegen Ricky. Ach, Ricky. Er hat mir gesagt, dass er es bei einem Flohmarkt gefunden hat und es ihn an mich erinnert hat. Ich erkenne eine Ähnlichkeit. Ich denke, es ist die Einstellung von Cowboys. Okay. Ich habe da drauf gedrückt, auf den Cowboy da. Hey Creeper, Minecraft, YouTube, was geht ab? Ist es nicht komisch, Harp? Wir haben immer davon geträumt, vom College wegzugehen. Jetzt sind wir hier. Versuchen vom Leben, das wir leben wollten, wegzulaufen. Wir konnten es nicht erwarten, endlich raus in die richtige Welt zu kommen. Lustig, wie das funktioniert hat. Ja. Veränderungen sind schwer, zum Beispiel so, wie sich einem neuen Job anzupassen. Wenn wir von Jobs reden, wie läuft es gerade oder wie läuft dein neuer Job? Es ist das Gleiche, ne, I guess. Da passen doch nur zwei Leute. Ja, hinten auf der Ladefläche kann auch jemand liegen. Rick Wilson hat mir geschrieben, aber ich kann mir nicht die Nachricht anschauen. Das ist der Vermieter von dem Haus. Wir arbeiten an diesem Projekt, welches KI benutzt, um Trends vorauszusagen. Ziemlich innovativ. Hört sich so an, als würdest du die Zukunft schaffen. Boah, Junge, ich sterbe einfach. Hast du das gesehen? Hast du den Schulbus gesehen? Was gesehen? Da war ein Schulbus. Vielleicht ist es ein Schulprojekt. Vielleicht hat jemand die Idee gehabt, ihn in ein Tiny Home auf Rädern umzufunktionieren oder sowas. Ich habe darüber schon mal im Internet gelesen. Kann ich Mucke anmachen oder so? Kein guter Empfang, wenn man hier so weit draußen ist. Keine Musik für uns. Oh ne, Ochapa. Oh verdammt. Das war knapp. Weißt du? Ich habe in der amerikanischen Geschichte gelesen, dass ein Reh im Wald zu treffen ein Zeichen des Universums sei. Achso. Ein Zeichen wofür? Der ist voll drauf, ja. Ich glaube auch. Mike, du solltest nicht fahren, wenn du geraucht hast. Wie weit ist es jetzt? Sollten noch ungefähr 1,5 Stunden sein. Weißt du, durch den Schnee fahren fühlt sich irgendwie an wie durch das Universum reisen. Okay, Mike. Halt an, wir tauschen die Plätze. Mike! Ich dachte, du hast damit aufgehört, Mike! Du hast gesagt, du machst es nie wieder! Guck dir an, wie die Schneeflocken an den Scheinwerfern langfliegen. So wie die Sterne und Galaxien, die an uns vorbeirasen. Ja, es geht. Das ist schon eine wilde Fantasie, Digi. Es ist irgendwie schön. Na dann. Ich weiß nicht, wie mein Handy rausholen kann. Keine Ahnung. Ich würde gerne auf mein Handy schauen, aber ich habe keine Ahnung, wie. Your Harp! Harp, schau dir das an. Was denn? Ach, da. Oh, Moe's Pizza. Ich will auch Pizza. Hey, Hakuna Twilight Fox. Mach ein kurzes Päuschen. Weißt du, Harp? Ich muss dir sagen, diese neuen GPS-Systeme sind etwas Besonderes. Die Pizzeria ist genau dort, wo sie auf der GPS-Karte angezeigt wird. Verrückt, dieses Google Maps, oder? Es ist wie in der Zukunft zu leben. Ich bin so hungrig. Ich glaube, ich könnte eine ganze Pizza alleine essen. Ich auch. Na gut, Harp. Operation Pizzapause wird gestartet. Bereit zur Landung. Als ob! Junge, also ich esse eine Pizza alleine und bin immer noch satt. Und hol mir dann immer noch Pizzabrötchen. Und der ist so hungrig, er würde sogar eine Pizza alleine schaffen. Macher.
Hey Trax, was geht ab? Geht's dir besser? Bist du geheilt? Yo! Ich hab 4K auf dem Konto. Mashallah, die Reiche. Auf was wartest du? Ich musste kurz mein Reichtum begutachten. Ich bin da. Komm rein, Hab. Danke. Bin ein neuer Mann. Das freut mich. Ist euch schon was Gruseliges passiert? Mein Fright-Moment war auf der Arbeit zu erfahren, dass wir heute Fortbildung hatten, so wie wir dann hin mussten. Wir hätten schon früher Schluss machen können. Dann 2 Stunden Vorbildung für die Katz. Ich wurde nur von einem Hausmeister erschreckt, weil ich Kaffeebecher rumgeworfen habe. You can have some coffee when you get back to the studio. Jerry, you cannot be serious. You know my doctor said not to drink any caffeine. Sounds like someone's having a bad day. Das ist der Fernseher. Ich dachte, er ist da gerade mit jemandem diskutieren. You little. So, Schnauze. Wie läuft dein Tag? Wer bist du? Ich bin Sydney. Schau, Sydney. Wir sind hier, um unsere Pizza in Ruhe zu genießen. Danke fürs Verständnis. Ich hoffe, ihr genießt euer Essen. Was, hä? Was? Was ist dein Problem, hä? Du gehst mir aus dem Weg. Nee, du gehst mir aus dem Weg. Ich, das ist mein Weg. Ich habe den Weg zuerst gewählt. Nein, ich habe den Weg zuerst gewählt. Wie geht es dir, mein Freund? Nicht schlecht, und dir? Ich hab ziemlich Hunger. Pizza riecht wirklich sehr gut. Wirst du dir ein Stück nehmen? Nein, suche nur noch ein bisschen Hilfe. Vielleicht kann ich euch helfen. Vielleicht kannst du es tatsächlich, aber zuerst gehst du und holst dir eine Pizza, okay? Vielleicht reden wir später drüber. Alles klar. Junge, wie die alle am Schmatzen sind. Abend, Leute! Sieht so aus, als ob wegen der Kälte jeder Pizza möchte. Junge, egal welches Wetter, ich möchte immer Pizza. Wisst ihr, was ihr essen wollt? Wir nehmen jeweils 3 Stücke. Ich nehme Pepperoni, Käse und eine vegetarisches. Achso, die kriegen nur so Stücke. Okay, die kriegen keine ganze. Und für Sie, Fräulein? Ich nehme Maus-Spezial. Und dann nehme ich Maus-Spezial. Und dann nehme ich Maus-Spezial. Wollt ihr irgendwas trinken? Das sollte reichen. Wir wollen nur die Pizza, danke. Na gut, 6 heiße Stücke kommen sofort. Da sind dann $22,50, Junge. Hab gehört, du magst Maus-Spezial-Pizza? Ja, das ist meine Lieblingspizza. Ihre Bestellnummer ist 27. Setzen Sie sich hin und wir werden Ihnen Bescheid geben, wenn die Pizza fertig ist. Ja, für 6 Stücke ist schon viel, ne? Ja, es ist dann quasi 6 Stücke, ist ja quasi eine Pizza. Ja, okay. $22 für eine Pizza. Ist eine gute Pizza. Langer Schnäufzer. Schnäufzer, okay. Es riecht hier so gut. Oh, Chat, ich rieche es auch. Riecht es auch? Wenn ich meine Augen zumache, sitze ich gerade in der Pizzeria und alles riecht so geil. Ich habe Hunger. Ich mache auch einen langen Schnäufzer. Wie mache ich mein Handy? Ah, hier ist mein Handy-Chat. Okay, was hat vorhin hier mein Vermieter geschrieben? Mann. Mann. Mein Vermieter hat geschrieben... Hi Sydney, danke für deine Buchung meines Hauses in Woodbury vom 10. bis zum 12. Dezember. Ich bin Rick, dein Gastgeber. Lass mich wissen, wenn du irgendwelche Fragen hast, und kontaktiere mich gerne, falls du etwas für den Tag brauchst. Ich freue mich drauf, dein Gastgeber zu sein. Danke Rick, wir freuen uns schon. Nochmal zum Mitschreiben, Check-in ist 15 Uhr, richtig? Ja, das ist richtig. Der Schlüssel wird in einer Schlüsselbox bei der Haustür sein. Der Code ist 5176. Ruf mich an, falls es Probleme mit dem Öffnen geben sollte. Habt eine sichere Reise. Vielen Dank.
Es ist nun schon fast 17 Uhr und ich habe noch immer keine Bestätigungsnachricht von dir bekommen. Ich wollte bloß nochmal nachchecken, ob alles in Ordnung ist. Die Straßen von Woodbury können ein bisschen gefährlich werden, wenn man sich in der Gegend nicht auskennt. Bitte lass es mich wissen. Wir sind auf dem Weg und sollten ungefähr um 18 Uhr da sein. Der Schnee hat uns ein wenig ausgebremst. Okay, bitte gebt Bescheid, wenn ihr eincheckt. Fahrt vorsichtig. Okay. Und hier haben wir Messages von Friends Freer Ever. Also wahrscheinlich die Gruppe von Nora und... Nora, Sydney und Mike, ne? Oh mein Gott, habt ihr von Taylor und Baxter gehört? Lass mich raten. Baxter hat sie geschwängert und jetzt planen sie eine Babyparty im Star Wars-Thema? Cringe. Ich kann es mir schon vorstellen, die Bekanntmachung des Babys mit dem Titel Seine Macht ist... Cringe. Mikey, hahaha. Haben sie es echt getan? Erzähl mir keinen. Sie haben doch nicht etwa geheiratet. Ich habe aber gar keine Einladung bekommen. Mike, du bist der größte Nerd, den ich kenne, abgesehen von Baxter. Er würde es auf jeden Fall tun. Dieses Geschmatze hier. Ich habe auch Hunger. Das ist so süß. All you need is love, the Beatles. Cringe. Oh, ich freue mich so für die beiden. Die zwei lassen mich wieder an die Liebe glauben. Ja, oder? Ich habe mir schon immer gedacht, dass die beiden süß zusammen sind. Ich erinnere mich noch, wie mir... Taylor erzählt hat, dass sie sich auf einem Beatles-Tribute-Konzert in der Highschool kennengelernt haben. Wie süß ist das bitte? Couple Goals! Unsere College-Freunde haben ihr Leben und verheirateten sich. Und ich sitze hier und arbeite mir den Arsch ab. Überarbeite Designs für eine Firma, für die ich nicht mal interessiere. Ach Mann. BC, Dankeschön für 15 Monate. Aber wirklich, ich fühle mit dir, Girlie. Vielleicht sollte ich einfach ein Bett in meinem Büro aufstellen. Fühlt sich so. Eigentlich sind wir praktisch schon Zombies. Alter. Ist so. Doppelpunkt O von Mike. Und ich vermisse die Stadt. Mein Sozialleben ist offiziell tot. Syracuse ist einfach nicht das Gleiche. Ich kann nicht glauben, dass es schon wieder ein Jahr her ist, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ladies, ich habe einen Antrag. Nicht so einen, wie Baxter für Taylor hatte, aber trotzdem eine Ankündigung. Wie wär's, wenn wir uns ein Ferienhaus für diesen Winter suchen? Irgendwo in Vermont vielleicht? Wir chillen bloß und entspannen uns mal für ein Wochenende. Ich meine das 100%. Es wäre wie zu alten College-Zeiten. Wir könnten Filme schauen, Junkfood essen, alles was wir wollen. Vielleicht einen Dübel rauchen. Ich bin mir sicher, einer meiner alten Kontakte verkauft noch was. Ja, den Dübel hat er, glaube ich, ein bisschen zu früh geraucht. Das hört sich tatsächlich nach einer super Idee an. Unser eigener gemütlicher Ausflug für ein Wochenende. Ich liebe es. Ein Ausflug? Weiß nicht, Mike. Das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Noch dazu bin ich überfordert mit Arbeit. Mein Chef hat mir für dieses Wochenende 2 neue Kunden übergeben. Denk drüber nach, Harpy. Ein Wochenende ohne diesen ganzen Stress. Keine Arbeit, keine Stichtage. Es wäre wie ein Mädelausflug, aber mit Mike. Lol. Bei dir hört sich das an wie eine schlechte Sache. Ich weiß nicht, Leute. Ich schreibe euch nochmal, wenn ich darüber nachgedacht habe. Tschüssi! Hör mich zu sein, finde ich die Idee immer besser, je mehr ich darüber nachdenke. Das ist die richtige Einstellung, Harpy. Lass! Okay. Ich bin dabei, aber dann ist auch besser Wein dabei. In Ordnung, gute Idee. Ich bringe ein paar Pizzavorräte mit. Nicht unbedingt nach dem Motto Wake and Bake, was Mike im... Diese Übersetzung. Harp, würdest du dich um die Buchung des Ferienhauses kümmern? Du hättest schon immer ein Händchen für schöne Plätze. Ich die Hütte reservieren? Klar, das kann ich machen. Ich freue mich so. Okay, Nora? Here's the thing, guys. I'm on a tight budget. Like, I'm eating ramen noodles for every meal. Kind of tight. Not to mention, I really need to put a new set of tires on the car. If we could find something in the ballpark of $100 per night, I think I can still make it work. I don't know. Let me know if that's okay with you. Okay, I hope I get to see you both soon. Dass wir so günstig übernachten müssen, liegt an Nora. Nora, das ist kein Problem. Wir finden schon was Billiges. Alles gut, Girlie. Günstig und gemütlich. Sag nicht billig, Harpy. Hat sie auch nicht. Sie hat günstig gesagt. Sonst fühlt es sich, naja, billig an. Ja, hat sie auch nicht. Sie hat günstig gesagt. Wir wissen, dass du im Herzen eine Millionärin bist, Nora. Die schickste Frau, die wir kennen. Hört auf. XD. Wir sind unterwegs, Nora. Gib uns Bescheid, wenn du fertig bist, okay? Oh, you guys are going to hate me.
I swear I'll get on the road as soon as I can. But something last minute popped up. I'm not gonna bore you with all of the details. The long and short of it is one of my clients needs a last minute change. Their payments are about the only thing keeping the lights on. Oh, I hate to leave so late, but I gotta keep them happy. I'll have this logo done before you know it and be on my way. Es wird damit enden, dass sie alleine mit Mike ist. Und dann hat das ein bisschen so Date-Charakter. Nora, bitte sei vorsichtig. Ich hasse es, dass du erst so spät gehst. Verlangsam und mach dir keine Sorgen. Ich bring Harp schon dazu, aufzubleiben, sodass sie dich hier reinlassen. Habt ihr euch Noras Sprachnachrichten hinten in der Gruppe angehört? Habt ihr euch? Ja, die redete mit euch, Chat. Habt ihr es getan? Gerade gesehen. Sieht so aus, als würde sie zu spät sein. Das ist schade. Sieht so aus, als müssten wir ohne sie mit dem Spaß anfangen. Das können wir machen. Tu nicht so, als wüsstest du nicht, was ich meine. Den Dübel sich reindonnern. Besteller Nummer 27, ihr seid gleich hier. Boah, ich will auch. Ist heute Bestellitag? Okay, seid fertig. Danke. Da sind wirklich einfach nur 3 Stück drin. Oh Mann, diese Pizza ist bombastisch. Kann gar nicht glauben, dass Nora diese leckere Pizza verpasst. Mach sie da aus. Hey, meine Freunde! Hallihallo. Ich habe gesehen, wie ihr mit diesem netten alten Truck hier reingefahren seid. Das ist richtig. Ich möchte nicht nerven oder sowas, aber ich bin auch die Straße entlang gegangen. Sieht wohl so aus, als ob wir in dieselbe Richtung müssten. Könntet ihr mich mitnehmen? Wo geht ihr hin? Ich gehe einfach dorthin, wo die Straße mich hinführt. Ich bin ein Abenteurer und wandere einfach die Wege entlang, erkunde das Land. Oh, Chat. Er wird gleich nach der Fahrt auch noch drum bitten, einmal bei uns mit zu übernachten, weil es draußen super kalt ist oder so. Und das ist irgend so ein richtig kranker Bastard. Also, was sagt ihr? Würdet ihr euch einen Freigeist durch diese verschneiten Straßen mitnehmen? Okay, du kannst mitkommen. Ich bin mir nicht sicher. Tut mir leid. Nein. Ja, komm, wir sind nett, Chat. Du kannst mitkommen. Warte kurz. Denkst du nicht, wir sollten über das hier reden? Machen wir das nicht gerade? Ich bin nicht sicher, ob wir noch Platz haben.
Sorry, daran habe ich nicht gedacht, als ich zugestimmt habe. Ja, er hat recht, nur 2 Sitze im Truck. Ja, hinten auf der Lagerfläche. Ihr könnt sicherlich ein wenig Platz für mich finden. Ich sitze in der Mitte. Ach, was. Ich kann auch auf dem Bett sitzen. Digga, was für Bett? Es ist das Auto meines Freundes. Tut mir leid. Wir würden dich ja mitnehmen, aber wir haben keinen Platz. Das Auto meines Freundes, ja. Der soll entscheiden. Lady, du willst mich doch verarschen. Kein Platz. Ich weiß, dass es einen Sitz in der Mitte gibt. Hast du Angst vor mir oder so? Sorry. Du bist wohl nicht so nett, oder? Unfreundliche Leute wie du lernen Unfreundlichkeit selbst kennen. Du bist lieber vorsichtig da draußen. Okay, jetzt droht er mir. Bedrohst du uns? Nein, nein, nein. Ihr versteht mich falsch. Tut mir leid. Mir ist einfach nur kalt und ich bin müde. Ja, danke. Warum ist das jetzt Deschke? Meinst du das ernst? Wie kannst du einen Fremden in der Mitte von uns nirgendwo mit uns mitfahren lassen? Ich wollte nur helfen. Ja, manchmal kann helfen, dich in eine schlimme Situation parken. Na gut, Papa. Ich habe letztens Deschke in einem Tomatolix-Video gesehen. Deschke ist überall. Oh, ich will Pizza! Du isst wirklich den Rand, Harp? Ist das ein Arschloch, der isst den Rand nicht? Es ist ziemlich verschwenderisch, das nicht zu tun. Ich würde sogar einen Reifen essen, wenn ich genug Hunger hätte. Es ist verschwenderisch und das schmeckt auch, Rand schmeckt auch. Du würdest doch aber auch nicht die Schale von einer Orange essen, oder? Halt doch dein Maul. Ja, ich glaube, ich möchte mit dem anderen Typen weiterreisen. Die Pizza war perfekt. Und verschaffte uns für die letzte Etappe unserer... Oh, ich kann rübsen! Oh, das war's. Der Rübsomat ist aus. Fahr langsam und mach dir keine Sorgen. Achso, Nora hat geantwortet. Liebe XD, Liebe. Ich hab so Bock auf eine Pizza. Das war gut. Na gut, bist du bereit, auf die Straße zu gehen? Vielleicht können wir noch wegkommen, bevor der Schnee noch schlimmer wird. Gib mir die Schlüssel. Ja, ich fahr. Harp, das Wetter ist schlecht. Warum fährst du nicht einen Teil des Weges nach Hause? Was ist das für ein Text? Achso, er meint, wenn wir zurückfahren, dann soll ich einen Teil des Weges übernehmen wahrscheinlich. Ich werde fahren, dass du deine Pause machen kannst. So. Ich habe Angst, was für eine Art von Pause du mir gibst, Harp. Du wirst Angst haben, wenn du mir die Schlüssel nicht gibst. So. Gut, aber nur unter einer Bedingung. Was ist los? Ich darf sobald oder wenn wir dort ankommen, mein Schlafzimmer aussuchen. Deal. Ich habe gerade eine Döni-Pizza gefetzt. Einfach nur so richtig saftige, fettige Pizza haben. Good evening, Vermont. This is your host on WKWB. Abfahrt. So schlafen! As we embrace the first snowfall of the season, there's nothing like a perfect song to set the mood. So here's a track that'll make you feel right at home. Coming up next, Be Sincere by Neb and Ultimus. Stay warm and stay tuned. Ist Musik. Muss ich schalten? Nee. Ja, chill. I don't wanna talk about what's wrong with Ryan. Catching up on the mic, spitting what I like. I've been reminiscing on friends I'm missing. Maybe I can find them if they're still in my distance. Like, I don't mean shit weird, but come on, man. Das ist die Brücke. Be here
Chat, das ist die Brücke. Von X-Factor. Kennst du die Folge von X-Factor mit der Brücke? Das ist die Brücke. Mit dieser Geisterfrau. Meint ihr, das hat der Entwickler selbst gerappt? KI-Musik safe? Nein, das ist kein AI. Jesus sets free. Sonst so? Zuerst fuhr ich an unserer Hütte vorbei. Harp, hast du einen Führerschein aus dem Müllkarton? Müslikarton? Ich hätte einfach Mike fahren lassen sollen. Was davon ist jetzt unser Haus? And I promise you we'll be about the strife. But my life in the heart, so I focus when I type. Trying to get a good song, but can't get it if I try. So I sit up in my room, right, reflecting on my life. I don't know where I'm going, but I hope I get it right. Und hier sollte es sein. Ich dachte, du fährst einfach weiter hier draußen. Okay, können wir jetzt aussteigen? Worauf warten wir? Ich glaube, sogar der Rapper vom letzten Radio. Nice. Okay, direkt. Gruselige Musik. Ich dachte, wir fahren halt irgendwie in einen Wald oder so, aber wir sind einfach in einer Stadt. Die Tür war verschlossen. Ich musste den Schlüssel aus der Schlüsselbox holen. Wo ist die Schlüsselbox? Hier wahrscheinlich. Da. Wo ist deine Tasche, Harp? Lass mich reingehen. Ist das die hier? Ah, halt dein Maul! Wir hatten ja einen Code für eine Schlüsselbox bekommen. Ah, hier. Doch nicht? Wir hatten einen Code bekommen, 5176 oder so, für eine Schlüsselbox. Hui, dafür nur 99 Euro pro Nacht? Hä? Was für ein toller Ort. Ich wusste, dass wir uns darauf nicht verlassen können. Ach, auf dich. Es riecht so gut hier drin. Ja, oder? Aber ich muss wirklich mal was loswerden. Kannst du das Essen in den Kühlschrank räumen, während ich weg bin? Klar. Wie, der ist weg. Ach, der muss fett scheißen. Wo ist denn das Essen? Das hier? Monomo, danke schön für 30 Monate. Fast. Rein.
Das Auto ist noch an, oder? Nee. Ja. Puh, das tut mir leid, Hab. Ist alles okay? Die lange Fahrt und die ganze Pizza haben mir echt zugesetzt. Naja, die Einkäufe sind jetzt zumindest alle aufgeräumt. Warte mal, ich muss wirklich pinkeln. Okay, du kannst gehen. Ich fange schon mal an, unsere Tasche auszupacken. Danke, dass du dich drum gekümmert hast, Harp. Hä? Wieso rede ich jetzt mit mir selbst? Achso, wahrscheinlich ist das so ein bisschen provokativ gemeint. Von wegen, habe ich gern gemacht. So, von wegen, kannst mir auch ruhig danken. Boah, hier stinkt's ja richtig. Der Geruch allein sagt mir, dass Mike die Pizza wirklich zu schaffen gemacht hatte. Ist aber auch echt gemein von mir, direkt auf die Toilette zu gehen und nicht erst warten. Hey, wir sind eingecheckt. Dem ist es jetzt richtig unangenehm. Der weiß, was er für eine Bombe hier platziert hat. Und er kommt raus und das Erste, was ich sage, ist, ich muss auch mal auf Toilette. Obwohl ich weiß, dass er hier fett geschissen hat. MTX, Dankeschön für 10 Monate. Ich möchte es nicht zugeben, aber ich habe... Lass mich doch lesen. Fühlst du dich besser nach der Fahrt? Viel besser. Ja. Mir geht's gut. Lust, das Haus zu erkunden? Hört sich gut an. Mal sehen, was das Ganze hier zu bieten hat. Nach dir. Erstmal hier die Tür zu machen. Ach, die ist schon zu, lol. Ja, schauen wir uns mal um. Das ist eine sehr große, geräumige Küche. Nice. Sehr, sehr nice. Kannst kaum erwarten, hier später zu kochen. Seit wann kochst du denn? Ich bin voller Überraschungen. Zwinker. Hier essen wir. Hier geht's in den Keller. Geil, hier kann man ein paar Leute aufschnetzen. Ich könnte die Tür nicht öffnen mit einem geheimen, mit einer geheimen Tür. Total normaler Keller. Diese Bude erinnert mich total an deinen College-Studenten, bla bla bla. Bist du hier sicher? Bist du dir sicher? Ich rieche hier keinen Long Beach Kush. Ist das eigentlich von dem Dev, der auch dieses Mother-Spiel hatte? Nee. Später hier in den Keller-Chat. Strom anmachen. Ich kann das nicht lesen. Okay. Ja, der Keller kann uns, denke ich mal, egal sein. Ne? Da werden wir ja in den 2 Tagen eh nichts machen. Das ist ein schönes Wohnzimmer mit Kamin. Das Wohnzimmer ist größer als mein ganzes Apartment. Was ist der Haken? 99 Euro für eine Nacht? Was ist der Haken? Could of the establishment. Galactic buns are compressed in a special galactic press powered by dark matter. The temperature inside fuses the sides of the buns together and creates an unearthly shape. Cry or 12. But my children are here. Eat okay. Do well. Keep doing it. Since my cows disappeared, I take care of my sorrows with burgers. I haven't eaten anything this delicious in a long time. Katrine, I miss you. Come home. I promise to sow more grass. Come and see for yourself. Burgers so delicious, your eyes will pop out of your orbit. Yo, Dingo Pictures einfach. Mein Büro? Das ist doch mein Mitarbeiter. Mark, it's funny. You weren't here this morning for coffee break.
You know, we're all trying to make a little effort to lighten the atmosphere here. In the last report, I mentioned spending more time together. I may have been a bit vague, but okay, if you want, well, this morning's coffee, that's counted as one of those moments. And no, we're not going to penalize you for that, of course. But it's mainly for you that I'm doing this. I mean, look at Tina, for example. She's going through a tough time right now, but she makes the effort to come to the coffee breaks, and she participates. And I can see that it's doing her good. Good rapport in the office is essential for achieving good results. And it's proven that employees who get along well work better together. Tomorrow, you'll be the happiest people in the world. By the way, next month, we'll be redistributing the teams. We're gonna be one big family, Mark. Okay. Okay, was ist das für eine Werbung für einen Drucker? Wir gucken gerade im Fernsehen. Okay, kommt. Nochmal dieselbe Werbung. Ich weiß nicht, ob das auf Shuffle ist und da könnten wir vielleicht noch ein paar andere coole Werbungen finden, aber ja. Kreuzworträtsel! Boah, heute Abend vom Kamin ein paar Kreuzworträtsel machen, Mikey! Oh, ein Ouija-Brett, Luigi-Brett-Chat. Die haben hier Jenga. Schach, lol. Monopoly, langweilig. Was haben wir hier noch? Shakes. Oh, Chat! Das ist hier Leitern und Aale. Dragons irgendwas? Boah, das wird ein geiles Wochenende. Leitern und Aale, das ganze Wochenende. Okay, ein kleines Büro. Der sieht wirklich ein bisschen aus wie Sadie. Ja, gehen wir mal hoch. Wir hatten ja einen Deal gehabt, dass wenn ich fahren darf, darf er sich jetzt das Zimmer aussuchen. Ach, das ist der Hauptausgang, oh Leute. Kann ich wieder die Tür zumachen? Die Tür ist verschwunden. Da. Das heißt, hier ist der Garten. Ui. Ui. Was ist der Haken? 99 Euro dafür. Dollar. Langsam wird's echt kalt. Ich hab einen Wurf gemacht! Geh rein, du Memme! Oh! Früher habe ich gerne Geld aus dem Fenster geworfen. Okay. Das ist die Werkstatt des Mörders. Dieser Typ muss das Fischen wirklich mögen. Es kann lustig sein. Eine kleine Anglerwerkstatt mit der geheimen Wand, wo es dann zum Mörderwerkzeug kommt. Bait and Fish Pairing Knowledge. Oh, Chat. Wird das ein Angel-Minigame haben, das Game? Schade. Ich dachte, ich sperre ihn aus. Okay, gucken wir uns die Schlafzimmer an. Das ist kein Schlafzimmer. Eben so eine kleine Abstellkammer. So, hier. Ah, du mieser Schatatapupa.
Oh, hey, du bist hier. Du hast uns erschreckt. Upsi, bupsi, das wollte ich nicht. Willkommen in meinem Trautenheim. Was für ein süßes, junges Paar. Nein, wir sind kein Paar. Du hättest es mir nicht so hart verkaufen müssen, Harp. Ich habe nur seine Frage beantwortet. Er hat keine Frage gestellt, Sydney. Er hat eine Feststellung gemacht und du... Ist egal, der hat wirklich einen Crush auf sie. Nein. Und mit dem muss ich jetzt das ganze Wochenende hier alleine sein. Upsi, pupsi, ich tue mal hier, ich wollte euch beide nicht zum Streiten bringen. Wir haben nicht erwartet, dass jemand hier ist. Oh, ich war vorhin draußen und habe nach meiner Katze gesucht. Da habe ich mich erinnert, dass der Fernseher nicht mehr richtig funktioniert. Ich dachte nur, ich komme mal vorbei und versuche es wieder zum Laufen zu bekommen. Die letzten Gäste haben sich bereits darüber beschwert. Du weißt, man sagt, dass man seine Gäste wie Familie behandeln soll. Meine Familie kann nicht ohne Fernseher. Wo wir gerade davon sprechen? Jetzt, da ihr Leute da seid, lasst mich euch mein Zuhause zeigen. Jetzt gleich. Ich wäre ein schlechter Hausbesitzer, wenn ich euch nicht die lange Tour geben würde. Ja, ich bin schon selbst fast fertig mit der Tour. Der Gastgeber war ein Mann mittleren Alters mit nervöser Ausstrahlung. Kommst du, Fräulein? Ja. Gleich von Anfang an fühlten wir uns unwohl in seiner Gegenwart. Ich fühle mich eher unwohl in Mikes Gegenwart. Okay, Waschraum. Oh, der Balkon. Das ist wohl der Haken, dass der Hausmeister ein Creep ist, meinst du? Der ist einfach nur sehr aufdringlich, aber sonst mehr auch nicht. Singer Invader from Space reveals truth about nut allergies. Bites, Tigger attacking police, okay. Hier ist eure Dusche. Mit dem Ding fühlt es sich so an, als würdet ihr unter einem Wasserfall im Amazonas duschen, Dschungel baden. Oh, dieses Waschbecken funktioniert leider nicht. Macht euch keine Sorgen. Ich werde das für euch bald reparieren. Lasst mich euch nun das andere Schlafzimmer zeigen. Okay, der Fernseher geht nicht. Das Waschbecken geht nicht. Wir kommen langsam aber sicher den $99 näher. Sieh nur, Harp. Dieses Zimmer hat eine geile Aussicht. Du denkst, das sieht gut aus, Mister? Warte mal ab, bis ich dir die Terrasse zeige. Folg mir jetzt bitte. Ich kann leider nicht rausschauen. Ja, ist doch gut. Lass mich doch mal kurz in diesem dummen Haus mich umschauen. Ich kann doch nicht rausschauen. Ja, Mike ist ein bisschen awkward. Ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach so sein Humor. Verdammte Scheiße, das ist unglaublich. Unglaublich kalt. Freut mich, dass es euch Leuten gefällt. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Der Blick auf den Bach ist wirklich schön. Und man kann dort auch super fischen gehen. Alles klar, Leute. Lasst uns wieder reingehen, bevor ich mich wieder erkälte. Ich sehe den Bach, sehe nicht. Keine Ahnung. Zu dunkel. Apropos mittleren Alter. Ich habe letztens festgestellt, dass ich wirklich fast 30 bin. Hab am Sonntag keinen Termin bei Brunch von Freunden. Ich habe noch nie gebruncht. Tja, bist wohl älter als ich. Du Rentner. Hier ist der Lagerraum. Wenn ihr irgendwas brauchen solltet, Werkzeuge, extra Decken und was weiß ich, das findet ihr alles hier. Wenn der Strom ausgeht sollte, dann könnt ihr diese Taschenlampe hier rechts von mir benutzen. Stürme wie diese, da weiß man ja nie. Danke. Alles klar, Leute, dann lasst uns mal nach unten gehen. Ich weiß nicht mehr, was Brunch ist, bis auf dass es Essen beinhaltet. Ja, es ist halt morgens Essen. Sich treffen zum Frühstücken. Alles klar, Leute. Ich sehe, ihr habt schon den Kühlschrank mit leckerem Essen aufgefüllt. Hier siehst du einen Knopf,
drehte ihn hoch für mehr Kühlung und runter für mehr für weniger. Im Winter halte ich ihn immer recht weit unten, sonst gerät die Rechnung völlig außer Kontrolle. Wo wir gerade vom Winter sprechen, ich sollte euch beiden wohl besser mal den Warmwasserbereiter zeigen. Jetzt gehen wir in den Keller. Ah, die geschlossene Tür. No access to guests. Was hat er da versteckt? Da ist ein Schlachtungszimmer. Nichts, worum man sich Sorgen machen muss. Dort unten nur der Warmwasseraufbereiter und altes Gerümpel. Er hat einen ziemlich großen Tank, aber sollte er irgendwann mal aufhören zu laufen, dann drückt einfach den Knopf an der unteren Seite. Die Zündflamme springt dann sofort an und alles sollte wieder normal sein. Hey Sir, was hat das mit diesem Zimmer dort drüben auf sich? Matter Dark, dankeschön für 29 Monate. Nichts, dass es euch beide was angehen würde. Ich benutze diesen Keller eigentlich als Lager. Mieter benutzen ihn nicht. Sie bleiben lieber oben. Okay, ich war nur neugierig. Das sind Leichenchat. Das sind die zwei, die vorher hier bewertet haben. Die sind beide tot da drin. Lass uns weitermachen. Okay. Habe ich schon erwähnt? Naja, mein, vielleicht sollte ich das für... Was? Habe ich schon erwähnt? Naja, nein. Vielleicht sollte ich das für mich behalten. Der Typ, von dem ich das Haus gekauft habe, naja, hat mir erzählt, dass seine Mutter hier unten gestorben sei. Manche Gäste haben von Stimmen erzählt, die sie in der Nacht hören. Sagten, sie hätten dort unten etwas schlürfen hören. Ich will euch ja keine Angst machen, zu spät. Aber wenn ich einer von euch wäre, dann würde ich da echt nicht runtergehen. Ja, irgendwas versteckt er da. Er will uns Angst machen davor, dass wir hier in den Keller gehen und vielleicht herausfinden, was da ist. Diese Geschichte, die ihr... Diese Gesichter, die ihr macht. Na kommt schon, ich habe doch bloß einen Witz gemacht. Ah, ist ein Witzchat. Alles gut. Hier ist niemand gestorben. Ab diesem Zeitpunkt war mein Ekelmeter bei 6 von 10. Alles klar, Leute, der Schneesturm wird immer schlimmer. Ich sollte mich mal auf den Weg machen, muss noch die Katze suchen. Danke, dass du uns alles gezeigt hast. Ach ja, übrigens. Wie war der Name auf der Buchung? Ich werde langsam alt. Es heißt Sydney. Oh, Chad, der kennt uns gar nicht. Der hat sich auch gar nicht als Rick vorgestellt. Das ist irgend so ein Fake-Typ. Der sich so ausgibt als, Besitzer, um dann die neuen Gäste, die kommen, die abzuchecken, ob es bei denen was zu holen gibt. Und dann bricht er nachts ein und raubt die aus. Es ist Sydney. Ha, Sydney, das stimmt. Ein hübscher Name für ein hübsches Mädchen. Geht's nur mir so oder ist der Typ total komisch? Sehr komisch. Wie dem auch sei, lass uns mal schauen, ob was Cooles im Fernsehen läuft. Weißt du, was ich denke? Ich werde jetzt schnell mal duschen. Cool, dann schaue ich mal, was ich währenddessen anschauen kann. Lacht. Lass mich wissen, ob es sich so anfühlt, als wärst du unter einem Wasserfall. Was für ein seltsamer Typ. Danke, ich bin bald zurück. Ich glaube nicht, dass er Leute ausrauben möchte. Also willst du jetzt das volle Programm? Er bringt uns um. Deswegen auch die Roomtour. Ja, er kennt die Wohnung selbst nicht. Er kennt das Haus selbst nicht. Er muss das selbst herausfinden, wo hier was ist. Ich muss nicht pinkeln. Okay. Hat sie in der Dusche gemacht.
Und jetzt hat er ein leckeres Gericht hier jetzt. Sadie? Hey Harp, sieh dir. Hey Harp, sieh dir das an. Ich habe die Angel im Schuppen gefunden. Lust, uns das Abendessen zu fangen? Jetzt, wo du es sagst, das wäre eine coole Sache als Ergänzung zu diesem Trip. Lass es uns machen. Ich weiß nicht, es ist kalt draußen. Ja. Komm schon, Harp. Was könnte diesen Trip noch cooler machen? Unser eigenes verdammtes Abendessen fangen? Ich denke, es könnte schon ganz lustig werden. Scheiße, ja, komm mit. Im Schuppen habe ich noch eine Angel gesehen. Dann können wir beide mal ausprobieren. Als ob wir jetzt hier random mitten in der Nacht angeln gehen, an einem Ort, wo wir noch nie waren. Mit fremden Angeln. Halt wirklich, er hat doch vor 10 Sekunden selbst draußen gesagt, ihm ist arschkalt. Und jetzt, oh, lass uns angeln gehen. Willst du die anderen Angeln mitnehmen, Harp? Ja, gib mir eine Sekunde. Oh, wow, ich habe gerade ein super geiles Rezept für gebackene Karpfen gesehen. Aber wir müssen 3 Karpfen fangen. Hast du das Zeug für diese Herausforderung? Ja. Naja, zuallererst brauchen wir den richtigen Köder für die Karpfen. Sieh dir mal diese Infoboard für Lockmittel an. Wenn du bereit bist, hol den Karpfenköder und dann lass uns zum Bach gehen. Wir fangen heute ein paar Carps, Harps. Bitte mach keine Reime mit meinen Namen. Lass mich den Köder holen. Wo ist denn der Carp, Chad? Da ist ein Common Carp. Hier, wir brauchen Golden Lure, Sweet Corn. Das hier. Komm schon, Harp, hier geht's lang. Gehen jetzt wirklich angeln. Während der komische Freak, der gerade uns die Tour gegeben hatte, da überall jetzt Kameras einbaut. Ach, das ist direkt hier. Lol. Ja, okay, gut. Ich dachte, das ist ein bisschen jetzt weiter. Ich hoffe, die Karpfen beißen an heute. Irgendwie sitze ich komisch. Ich kann mich nicht nach rechts drehen. Irgendwie sitze ich komisch. Naja, egal. Köder und dann werfen. Let's go. Oh, das ist hier Stardew Valley. Bluegill. Den brauchen wir nicht. Wann angeln wir der Kanalisation? Ich krieg keinen Karpfen! Oder ist Bluegill ein Karpfen? Wo stand ich? Ich hab den falschen Köder. Ich hab den richtigen Köder. Da ist er. Da stand gerade, ich muss den Köder wechseln. Ja, weil ich aus Versehen kurz die Angel gedrückt hatte ohne Köder. Wie heißt es doch, wenn es dort einen Karpfen gibt, dann muss es immer mehr geben. Genau, das sage ich auch immer.
Rechts habe ich den Block auf der anderen Seite. Da seht ihr, dass ich einen Köder drin habe. Und Dankeschön für die 100 Bits. Okay, einen noch. Nur noch einen Karpfen. Du schaffst das. Machst du eigentlich irgendwas, Mike? Komplett am anderen Ufer. Vielleicht erst hier beide jeweils drei Karpfen. Ach so. Dachte eigentlich drei Karpfen wegen drei Leuten. Jeder kriegt einen. Ah, da ist er. Komm so. Alles klar, Harp. Sieht aus, als hätten wir drei Karpfen. Willst du zurück ins Haus und sie in den Ofen werfen? Lass das machen. Der dritte ist der alte Mann. Nein, Nora. Wir haben ja noch mal eine Freundin, die noch nicht da ist. Die hat zuletzt geschrieben, Herzchen XD, Herzchen. So. Ich habe 99 Dollar dafür bezahlt. Soll er aufräumen? Wieso ist der Kühlschrank offen? Während ich die Fische sauber mache, willst du schon mal mit der Marinade anfangen? Na, Logo! Nimm einfach eine Schülen und schmeiß alles zusammen. Rein. Muss Ingwerpastete, Speiseöl, schwarzer Pfeffer, Salz, italienisches Gewürz, Paprika und Joghurt. Schon dabei. Wo ist eine Schüssel? Die hier? Ah, da. So, hier haben wir Joghurt. Salz und Pfeffer. Wo ist denn... Ist das Salz? Ah, das ist hier Ginger-Garlic-Pasta. Da sind die italienischen Kräuter. Das ist Paprika. Boah, ich hab Hunger. Das ist Olivenöl. Das teure Black Pepper. Ich hab so Hunger, Mann. Wo ist denn der Pfeffer? Da ist Pfeffer und da ist Salz. Er ist weg. Ah. Ich schneide jetzt das Gemüse. Willst du währenddessen schon mal den Fisch und die Auflaufform legen und marinieren? Bin dran. Wo ist denn der Fisch? Okay, wir machen wohl nur zwei Fische. Nora bekommt nichts zu essen. Kannst jetzt das Gemüse dazu tun? Ja. Ich habe gelesen, dass es 30 Minuten bei 200 Grad backen soll. Okay. Das ist unser lecky Essen. Abfahrt!
Diese Karpfen werden fantastisch schmecken. Mm-mm. Während wir aufs Essen warten, wie wär's mit ein paar Brettspielen? Ich habe ein paar im Zimmer neben dem Wohnzimmer gesehen. Ich denke, wir könnten. Nimm einfach das, was dir gefällt. Kannst kaum erwarten zu sehen, was du nimmst. Ich habe da ein paar im Zimmer neben dem Wohnzimmer gesehen. Okay, hast du schon mal gesagt. Wir holen das Luigi-Brett, oder? Abfahrt! Oh, wow. Ist das ein Luigi-Brett? Holly hat mir mal erzählt. Ach, Holly. Molly! Molly hat mir erzählt, wie sie mit ihren toten Großmutter durch ein Board geredet hat. Ich kann ihren spirituellen Bullshit nicht ausstehen. Hey, erinnerst du dich noch, wie komisch sich Rick wegen dem Keller verhalten hat? Wie wäre es, wenn wir das dort unten ausprobieren? Das ist eine super Idee. Na dann, lass uns gehen. Ist mein Bot tot? Pass auf die Spinne auf dort unten. Okay, da ist eine Spinne. Oh, mein Bot ist tot. Okay. Weißt du, was das Ganze noch gruseliger machen würde? Was? Lass uns die ganzen Lichter ausschalten und sehen, ob das Ding wirklich funktioniert. Okay. Wir haben es hier mit einem kompletten Freak zu tun. Wie mache ich Licht aus? Wo ist der Schalter? Wie mache ich Licht aus? War da gerade was im Hintergrund? Was? Wo? Wo ist denn der Lichtschalter? Oben vielleicht? Ich habe Kohle übersehen. Staubkugeln? Oh, das sind Geisterkugeln. Linda Taylor, bist du hier? Linda Taylor, gib uns ein Zeichen. Wie dem auch sei, weißt du, wie das funktioniert, Harper? Ja. Bin Profi. Alles klar, dann du zuerst. Sind hier irgendwelche Geister, die mit uns reden wollen? Möchtest du, dass wir gehen? Kannst du uns sehen? Wir machen das Erste. No. Nif-M. Nif-Nafen-Normanien. Ui. Hör auf, bewegst du es? Das war ich nicht, hä? Okay, ich habe eine. Leg los. Wie behandelt dich das Leben nach dem Tod, Kumpel? Ey, mit ein bisschen mehr Respekt. Wohnst du in diesem Haus? Wie ist dein Name, Linda Taylor? Ich bin an der Reihe, okay. Wir hätten doch lieber Monopoly spielen sollen. Na los, Kumpel, gib uns ein Zeichen. Lass uns wissen, dass du hier bist. Bist du das, Gaggy? Was? Nee, Geister.
Ach du Scheiße! Was zur Hölle, Mike? Warte! Mike ist so ein Pimmel, ne? Normalerweise glaube ich nicht an Gespenster, aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich diese Nacht nicht unsicher gefühlt habe. So einer ist Mike! Wenn es darauf ankommt, rennt er! Hier unten passiert gerade verrückter Scheiß, Harp. Das war seltsam. Der seltsame Part war, dass du mich alleine gelassen hast. So! Was zur Hölle, Harp? Ich hab mir schon gedacht, dass du deinen Arsch auch bewegen würdest. Wäre nett gewesen, wenn du mal nachgesehen hättest. Schon mal von Kampf der Flucht gehört? Oder was? Schon mal von Kampf oder Flucht gehört? Sydney, es tut mir leid, okay? Was auch immer. Versager. Oh, ich hab Hunger. Ich glaube, unsere Sendung läuft bald. Willst du Fernsehen während dem Essen? Klar. Da muss ich nicht mit dir reden. Welcome back to Cooking with Jeffrey. I'm Jeffrey, and today we will be cooking asparagus chocolate cake with a spoonful of mayonnaise. Mayonnaise! This delicacy is very popular in Romania, where mayonnaise flows down the rivers like a mayonnaise water park. So first, we are going to prepare the asparagus. Season these with a lot of salt. Salt is good for the bones. After letting these simmer in the salt bath, we can start making the chocolate. Hab, das Essen war wirklich verdammt lecker. Und weil wir die Fische selbst gefangen haben, hat's gleich noch besser geschmeckt. Es war wirklich lecker. Wir sind ein gutes Team, Harp. Hey, wie dem auch sei. Ich muss mal schnell meine Mails checken. Hab meinen Laptop oben liegen gelassen. Dachte, wir nehmen mal Auszeit von der Arbeit. Es hat nichts mit Arbeit zu tun. Ich warte nur auf die versandte Teils für meinen neuen DS. Bin gleich zurück. Alles klar, ich räum dann auf. Es ist ein Gamer! It's a gamer! Okay, vielleicht sollten wir doch eine Beziehung mit Mike anfangen. Okay, ich mach mal die Scheiße hier aus. Gasoline-soaked ramen. Now this dish is extremely hot. Ja, ich möchte kein Ramen mit Benzin essen. Chill. Ich hab alles verpasst. Wer ist denn jetzt? Ach, das ist nur zwischen Mike und mir ein Gespräch. Ich bin so müde, ich war gerade dabei, mich schlafen zu legen. Was ist? Nicht viel, ich halte mich über Wasser, mein Freund. Wie ist die Arbeit? Ach, das ist noch in der Firma? Hier. Sorry, ich bin gestern einfach eingeschlafen. Nee, das ist auch noch. Hier. Ey, Harp, bei deinem Handy geht gleich die Mailbox dran. Ist alles okay? Ach, das ist in der Garage gewesen. Hier. Ich habe jetzt Feierabend, alles klar, ich gehe dorthin. Ich fahre gerade in die Parkgarage, bist schon unten. Ich glaube, da ist jemand unter meinem Bett. Jetzt gerade. Kannst du hochkommen? Nein. Ich dachte, ich bin hier mit einem Kumpel und nicht mit meinem Kind. Mach keinen Lärm, langsamer. Und gleich gehe ich ins Zimmer rein und der ist nicht da. Und dann sage ich, was ist unterm Bett? Und dann springt der nackt aus dem Bett hervor und sagt, mein Schwanz! Ich weiß nicht, wo er schläft. Welches,
Welches Bett hat er sich denn ausgewählt? Ja, er will uns pranken, Chat. Er springt gleich hinter der Tür hervor. Ich glaube, ich sehe ihn da sogar schon stehen. Ist er das? Jumpscare kommt, Chat. Geht schon mal in Deckung. 3, 2, 1, Jumpscare. Ha, du Schwanz! Der kommt von hinten! Was zur Hölle, Mike? Ich hab dich so dran gekriegt. Das war lustig, oder? War nicht cool, Mike. Ach komm schon, es war doch nur ein Witz. Lust auf eine zweite Runde? Nächste Runde? Wie wär's mit einer Runde Verstecken spielen? Wird dir das heimzahlen? Was auch immer du sagst, Sydney Harper. Alles klar, du bist dran. Ich zähle bis 10. Okay, Chat, wo verstecke ich mich? Ich entscheide mich, in den Keller zu verstecken. Alter, let's go. Da traut er sich gar nicht rein. Das ist ein Angsthase, Pfeffernase. Das ist das perfekte Versteck. Hier rein? Ich entscheide mich hier in der Nische zu verstecken. Oh, das ist smart. Unter der Treppe. Seht ihr was, Chat? Mikrofon. Ah, hab dich! Das war noch nicht mal eine Herausforderung. Ich dachte mir schon, dass du gut in diesem Spiel seist, weil ich dich in der Stadt nie sehe. Vielleicht musst du besser schauen. Okay, ich bin jetzt dran mit Verstecken. Du machst besser die Augen zu und fängst an zu zählen. Was ein geiler Urlaub. 1, 2, 3, 4, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bereit oder auch nicht, ich komme! Boah, der hätte jetzt einfach direkt hier stehen sollen. Und wenn ich rauskomme, springt er mich direkt an und erschreckt mich. Oh, wie will ich dann? Mike? Ich habe meine 9 mm in der Hand. Wenn du mich erschreckst, könnte sein, dass ich aus Versehen auf den Abzug drücke. Und das wollen wir beide nicht. Also wehe, du erschreckst mich! Mike! Ich hab ihn gefunden. Warte mal, Harp. Ich glaube, ich habe oben was gehört. Verarsch mich nicht. Verarsch mich einmal, schäm dich. Verarsch mich ein zweites Mal, schäm dich. Oder so. Ich kann es leider nicht zu Ende lesen. Ich meine es ernst, Sidney. Ich habe oben wirklich etwas gehört. Hast du es nicht gehört? Nein, habe ich nicht. Ich schwöre auf mein Leben, ich habe etwas gehört. Ich sehe diesen Dachbodenluke hier. The Grudge. Let's go.
Braun Tritt? Wo finde ich jetzt einen scheiß Tritt? Habt ihr schon in dem Haus irgendwo einen Tritt gesehen, Chat? Ah, ich hab's. So. Ich hätte vielleicht die Taschenlampe holen sollen, ne? Hat die nicht? Oder darf ich die nur... Ah, hier ist die. Nice. Linke Maustaste zum Benutzen. Ja. Ich glaube, die Batterie ist alle leer. Vielleicht geht sie nur in dunklen Räumen an. Ne, geht nicht an. Oh, Katze! Miau! Das ist die Katze, die der Hausbesitzer gesucht hatte. Wahrscheinlich. Könnt ihr im Stream überhaupt was sehen? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Ah, hier war Licht. Die klingt nicht so, als würde sie sich über das Streicheln freuen. Hey, Arschloch. Sydney, ist alles okay? Was war da oben? Es war nur eine Katze. Oh Mann, was für eine Erleichterung. Ich hatte echt kurz Angst. Ich glaube, sie hatte Hunger. Ach ja? Vielleicht könnten wir ihr noch was von den Karpfen geben, wenn ich doch nochmal... Was? Wenn ich dich nochmal gefunden habe. Okay, wir spielen wieder Verstecken. Geräteschuppen im Garten. Okay. Man sieht es gut, okay. Augen auf, ich komme! Licht aus. So. Hey, Lavaherz. Bobby, du hast mit dem Fisch nur einen Jumpscare verpasst. Er kommt. Spielen wir gerade ernsthaft fucking Verstecken in einem Horrorspiel? Ah, hier bist du! Mann, Harp, hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass du das Haus verlassen hast. Alles, was getan werden muss, hat es verdient gut gemacht. Keine Ahnung. Ich bin dran. Mach jetzt endlich diese hübschen Augen zu. Ich werde langsam müde. Sieh mal, ich verstecke mich im Haus. Wir wollten sowieso zurück. Wenn du mich findest, dann gehen wir schlafen. Ich komme! Bah, ja, der Typ ist ein bisschen unangenehm. Und jetzt gehen wir wieder zurück rein und seine Leiche liegt zerstückelt in der Badewanne.
Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Was für Geräusche? Das ist im Keller? Der traut sich doch nicht in den Keller rein, oder? Er ist auf dem Dachboden, die Sau. Was ist ein Eckstein? Ein Stein in der Ecke. Balkon. Auf dem Dach. Was ist hier los? Was ist passiert? Oh, hallihallo! Wieso zur Hölle bist du schon wieder hier drin? Ich wollte den Wasserhahn reparieren. Hast du ein Problem damit? Du hast uns was sagen können. Fräulein, das ist mein Haus. Ich mach alles mit... ich muss nicht alles mit dir absprechen, wenn ich was reparieren muss. Ich hab noch nie jemanden einen Wasserhahn mit einem Hammer reparieren sehen. Hast du schon ein paar Wasserhähne selbst repariert, junger Mann? Dachte ich mir schon, dass du noch nie das gemacht hast. Also hast du auch keine Ahnung, was für Werkzeug man braucht. Wie lange bist du schon hier? Bin vor ein paar Minuten hier angekommen. Wenn du irgendwas gehört hast, dann muss es wohl die alte Dame gewesen sein. Erinnerst du dich noch? Hör zu, wir müssen jetzt ins Bett gehen. Kannst du das nicht vielleicht morgen machen? Ja. Forderst du mich etwa auf zu gehen, Fräulein? Nein, Rick, sie versucht nur höflich zu sein. Wir haben dieses Ferienhaus gebucht und würden es gerne auch nur für uns haben. Wir wollen wirklich keinen Stress und die Polizei rufen. Mike, bitte, ich regel das. Waren die vier The Fathom Spiele die auf einer wahren Story basieren? Ja. Hier gibt's keine Bullen im Woodbury, mein Sohn. Glaubst du, dass sie den Hausbesitzer verhaften, weil er den Wasserhahn reparieren will? Ich wollte nur ein bisschen was reparieren. Wenn ihr damit nicht umgehen könnt, dann ist das euer Problem und nicht meins. Weißt du was? Wenn ihr lieben Leute mich nicht den Wasserhahn reparieren lassen wollt, dann könnt ihr es auch gerne selbst machen. Junge. Was ein scheiß Freak. Ich meine, er hat einen Punkt, ne? Es ist sein Haus. Er kann jederzeit kommen und gehen, wann er will. Und wenn gerade er das an jemand anderen vermietet und Bock hat, um 22 Uhr vorbeizukommen. Nachdem wir die Tür abgeschlossen hatten, diskutierten wir, was wir tun sollen. Wir einigten uns von Anfang an, dass etwas mit Rick nicht stimme. Es schien, als würde er gerne Ausreden erfinden, um unangekündigt vorbeizukommen. Am Ende entschieden wir uns, dass Rick zwar seltsam, aber harmlos war. Wir schrieben dieses Verhalten zu seinem Mangel an sozialem Bewusstsein. Sieh mal, wir sind schon den ganzen Weg hier nach hier draußen gefahren. Lass uns das Ganze einfach genießen, sagte Mike. Aber zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich schon sehr müde. Ich entschied mich dazu, mich in etwas hinzulegen. Junge, diese Texte. Ist jetzt Rick hier? So, moin, ich bin's, Rick. Ich wollte den Fernseher reparieren, der ist immer noch kaputt. Oh, Harp, bist du noch wach?
schwierig, Schlaf zu bekommen, wenn jemand die Tür klopft. Ist es okay, wenn ich reinkomme? Ich muss über etwas reden. Oh, jetzt gesteht er die Liebe, Chat. Papierfalke, danke für 37 Monate. Oh nein, jetzt gesteht er ihr die Liebe. Der Sturm wird immer schlimmer. Langsam kann ich den Truck gar nicht mehr in der Einfahrt sehen. Ich hoffe, Nora geht's gut. Stimmt, es gab ja noch eine Nora. Wo ist die eigentlich? Ich hasse, dass Nora da draußen ganz alleine ist. Bei ihr ist alles in Ordnung, Sydney. Mach dir keine Sorgen. Ich beschütze dich. Was? Hey, ist gar kein Problem. Männer sollen doch auf die aufpassen, die ihnen wichtig sind. Richtig? Was redest du? Was für ein Tag, was? Das war nicht unbedingt, wie ich gedacht habe, dass dein Ausflug laufen wird, Sydney. Ja, oder? Sieh dir diesen Typen an. Er wandert einfach ums Haus herum, als ob ihm die Bude gehört. Naja, die Bude gehört ihm ja. Du weißt, was ich meine, Sydney. Er sollte nicht einfach hier einfallen. Er sollte nicht einfach hier einfallen, wann auch immer er lustig ist. Wir haben das verdammte Ferienhaus gemietet. Ich meine, der Typ ist bestimmt harmlos, aber trotzdem bin ich durcheinander. Ja, ich auch. Ich muss jetzt wirklich schlafen, Mike. Warum setzt du dich zu mir? Warum setzt du dich nicht zu mir, Sydney? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Harp, weißt du? Ich hab das vermisst. Uns. Das, wie wir einfach nur reden. Es ist echt lange her. Weißt du? Du musst heute Nacht nicht alleine schlafen, wenn du nicht willst. Mike, woher kommt das denn jetzt? Du tust so, als könntest du dich nicht mehr an unseren Trip nach Oregon erinnern. Ich weiß noch, dass es ziemlich unangenehm war. Ich erinnere mich ziemlich gut. Und das Erste? Es hat aber nicht unangenehm angefangen. Mike, wir haben viel getrunken. Sachen sind passiert. Oh nein. Das ist auf jeden Fall was passiert. Ich hoffe, dass sie vielleicht wieder passieren. SOS bitte, Nora schreibt irgendwas. Oh Mann, Mike, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich denke, ich wollte mit dir darüber sprechen. Lass mich mir mal die Sorgen um die Details machen, Sydney. Mike, ich glaube, jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Guys, I think I'm about 70 miles away from Woodbury and my stinking tire just blew out. It's snowing and I'm on the side of the road on Highway 11 near Killington. There's a sign by the side of the road. It's hard to see. I think it says Kent Pond. The snow is like half of a deep and I can't get the lug nuts off the tire. I hate to ask, but can you two come get me? Wir sollen jetzt 70 Meilen fahren. Bei dem Wetter! Was für ein Timing, was? Aber wir können Nora nicht einfach dort stehen lassen. Lass mich meine Klamotten anziehen, wir treffen uns unten. Nein, Sydney, du bleibst hier und schläfst ein wenig. Es macht keinen Sinn, dass wir uns beide die Hintern abfrieren. Ich will hier nicht alleine bleiben, wenn Rick hier irgendwo rumläuft! Bist du dir sicher? Ja, yep, ich bin mir sicher. Du hast schon deinen Schlafanzug an und ich bin noch in Straßenklamotten. Du machst es hier gemütlich und ich gehe Nora helfen. Das ist sehr nett, Mike. Ich tue immer gerne nette Dinge für dich, Sydney. Bitte sei vorsichtig.
Oh nein. Oh nein. Wir reden später drüber, okay? Schlaf gut und halte dich warm. Wenn du denkst, dass wir wirklich müssen, was? Wenn du denkst, dass wir wirklich müssen. Ich sag einfach gar nichts, bevor ich irgendwas sage, was ich nicht verstehe. Jetzt Übersetzung. Und jetzt bin ich alleine in diesem Haus, bei diesem Schneesturm, in der Stadt, wo es keine Polizei gibt. Hey, wieso versuchst du nicht ein bisschen zu schlafen, während ich weg bin? Bist du dir sicher, dass man bei diesem Wetter fahren sollte? Keine Sorge, ich bin schon bei schlimmerem Wetter gefahren. Nora flippt wahrscheinlich gerade mehr aus als du. Da hast du wohl recht. Hör zu, pass auf dich auf, okay? Verschließ alle Türen. Dun, hört dich an wie mein Dad. Kannst du es mir verübeln? Eine letzte Umarmung. Bevor ich gehe, wie wär's mit einer Umarmung? Ich meine, nur für den Fall, wenn du schon schlafen solltest, wenn ich zurückkomme. Ich könnte jetzt irgendwie eine gebrauchen. Ich sollte jetzt schlafen gehen. Süße Träume. Versuch zu schlafen, Sydney. Fahr vorsichtig, Mike. Ja, es... Ich bin Rip. Chat, es ist vorbei. Ich wollte unbedingt ein bisschen schlafen, bis Mike und Nora ankamen. Das war's. Nee, ich kann die Tür nicht irgendwie noch abschließen extra. Das ist unangenehm. Also ich an ihrer Stelle wäre auf jeden Fall mitgekommen. Lieber da in dem Sturm sterben, als mit Rick hier sterben. Ich sagte zu mir selber, es würde besser werden, wenn ich etwas Schlaf bekomme. Nora wusste immer, wie sie mich aufheitern konnte und ich hatte das Gefühl, als bräuchte ich das langsam stündlich. Da sie bald ankommen sollte, wollte ich noch ein wenig Schlaf bekommen. Schlag! Stunde ungefähr später. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jemand war an der Haustür. Sehen wir es jetzt. Das ist der Typ! Der Gedanke, dass jemand so spät noch draußen unterwegs war, war angsteinflößend. Jetzt kommt auch noch der Typ! Den wir nicht in unser Auto gelassen haben! Und der dann super scheiße reagiert hat. Ey. Ey, es kommt einfach alles jetzt! Ja, ich würde lieber in dieser Wohnung mit einem Bären leben. Weißt du, wie spät das ist? Hör zu, mein Freund. Ich weiß, es kommt nicht so gut, wenn ich mitten in der Nacht an deine Tür hämmere. Aber ich befinde mich gerade in einer sehr schlechten Situation. Ich habe mich auf eine Mitfahrgelegenheit von meinen Freunden verlassen, aber sie kommen zu spät und werden auch in den nächsten 2 Stunden nicht hier sein. Ich lass dich nicht rein. Ende der Geschichte. Willst du mich verarschen? Du lässt mich hier draußen doch nicht erfrieren, oder? Ich habe dich nicht gezwungen, während einem Schneesturm zu gehen oder so. Dachte mir schon, dass du auch, dass du hier auch so eine Hure sein würdest, wie du in der Pizzeria warst. Bitte was? Meinst du, ich hab dich nicht gesehen, wie du vorhin mit deinem Liebhaber am Bach fischen warst?
Ich dachte, vielleicht würdest du mir jetzt eine Chance geben, aber sieht wohl so aus, als wärst du immer noch unhöflich. Verschwinde oder ich rufe die Polizei. Hier gibt's keine Bullen. Wo wir gerade darüber sprechen. Ich sehe gerade nicht den Truck deines Freundes hier draußen. Ich rufe jetzt die 911. Na schön. Wie du willst. Wo ist das Telefon? Aber lass mich dir was erzählen. Du bekommst schon noch, was du verdienst hast, weil du mich hier draußen stehen lässt. Karma ist ein Missstück, mein Freund. Ich war so müde, der Mann an der Tür interessierte mich gar nicht. Ich konnte meine Augen nicht offen halten. Ich brauchte ein bisschen Schlaf. Ich gehe jetzt schlafen! Junge, ich würde jetzt den Kevin allein zu Hause Move machen. Erstmal überall Fallen auslegen. Es ist vorbei, Chat. Es ist offiziell vorbei. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich keine andere Wahl, als nach Hilfe zu rufen. Aber wie? Rick schreiben. Rick, es tut mir leid, nochmal zu stören, aber könntest du nochmal vorbeikommen? Da ist jemand. Wir haben ihn während der Fahrt getroffen. Er hat gegen die Tür geschlagen und mich dann bedroht. Ich habe ziemliche Angst und ich glaube, ich höre ihn ums Haus herumschleichen. Könntest du bitte nachsehen? Du wohnst doch nicht so weit weg. Öffne die Tür. Nein. Mach die Tür auf, Fräulein. Ich bin's. Boah, ich will aber Rick auch nicht die Tür öffnen. Ich sag's, wie es ist. Ich will beiden nicht die Tür öffnen. Trotz seinem seltsamen Verhalten war es eine Erleichterung, Rick zu sehen. Was zur Hölle geht hier vor sich? Oh Gott sei Dank, du bist hier. Rick, ich bin so froh, dich zu sehen. Hast du irgendjemanden draußen gesehen? Ich habe vielleicht was gesehen. Hätte jeder sein können oder auch gar nichts. Erkläre die Situation. Ja, ich kam so schnell ich konnte. Ich würde mir um ihn keine Sorgen mehr machen. Fühlte mich noch immer nicht sicher, die Tür zu öffnen. Was? Ach ja, wo ist dein Freund? Der Typ, der vorhin noch bei dir war. Mike, er ist losgefahren und holt gerade eine Freundin. Er sollte bald zurück sein. Also bist du hier im Moment ganz alleine, was? Ja, aber mein Freund sollte bald zurück sein.
Geht jetzt den Fernseher reparieren? Stürme wie diese bringen die seltsamsten Menschen zum Vorschein. Nicht alle wissen, wann sie besser weitergehen sollten. Rick, zurückkommen? Was meinst du? Ich wohne in Burlington. Ich war schon seit Wochen nicht mehr im Ferienhaus. Ich hab's gesagt, Chad. Das ist nicht Rick. Das ist irgendein Random gewesen. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es! Ist alles okay, Fräulein? Yep. Verdammt spät, um jemanden zu schreiben, nicht wahr? Mit wem sprichst du? Es sind meine Freunde, die sind fast da. Ist das so? Ja, aber danke fürs Vorbeikommen. Mir geht's jetzt wieder besser. Du kannst jetzt wieder zurück nach Hause, wenn du willst. Bist du dir da sicher? Ja, ich habe einfach überreagiert. Vielleicht sollte ich hier bleiben. Sicher gehen, dass wirklich alles in Ordnung ist. Du musst jetzt gehen. Was hast du gerade gesagt? Konfrontieren? Das ist mein verficktes Haus. Ich gehe, wann ich will. Was willst du? Ich möchte, was mir gehört. Dieses Haus. Und dich. Das ist Hausfriedensbruch. Verschwinde, bevor ich die Polizei rufe. Ich glaube nicht. Wenn hier jemand das Haus verlässt, dann wird es einer von uns zweien sein. Okay, wer zuerst draußen ist, I guess. Ich hab nicht mal gecheckt, was er mir sagt. Wieso ist er zur Tür gerannt? Das war irgendwie, kam so rüber, als wäre so ein Wettrennen. Wer zuerst draußen hat gewonnen. Und dann rennt er los. Ich mach schon mal die Tür auf. Damit ich gleich laufen kann. Aber es war so klar, dass es nicht Rick ist, ne? Das war zu weird. Er hat die Türklinke abgehackt, denke ich. Kann ich richtig sprinten und der ist voll schnell? Hä? Vielleicht sollst du nicht raus.
Verstecken vielleicht. Okay, versuch mit Verstecken. Ne, ich versuch mal Dachboden. Oder Keller. Aber Dachboden ist schon ein starkes Versteck. Keller. Der Keller wollte ja nicht, dass wir da hingehen. Wahrscheinlich ist das so ein heiliger Bereich, wo der Rickster nicht hin kann. Ich glaube, der Keller ist eher halt da, wo er seine Leichen aufbewahrt. Wo war die Kellertür? Hier war die Kellertür, ne? Oder gar nicht das reinlassen. Ne, ich glaube, ich muss reinlassen, damit das Spiel weitergeht. Boah, ich hab so Hunger, ne? Crazy. Wieso hab ich so Hunger? Ja, der Screamer ist der. Das ist der Iconic Screamer von Fears to Fathom. Der kommt in jedem Teil. Der gehört dazu, das ist die Handschrift. Hab geschrien. Wo sind die 50 Subs? Soll ich sprinten? Nee. Sie sprintet nicht, Chat. Sie kann immer noch nicht sprinten. Eating Sounds kann man ausmachen. Sie sprintet nicht, Chat. Was soll ich machen? Neuen Checkpoint.
Nee, ich war nicht am Crouchen. Ja, ich habe keine Ahnung, das Spiel trackt auch mein Mikrofon nicht. I don't know, wieso. Ich habe auch keine Einstellung fürs Mikrofon. Jetzt geht Sprinten. Chat, wohin? Wohin muss ich? Vielleicht Dachboden? Vielleicht. Wieso hab ich das so komisch gesagt? Ja, Garderobe ist auch ein Versteckpunkt, ne? Da ist ja auch dieses Mikrofon-Ding. Und Wimmer, Dankeschön für die 5 Euro. Ein Mann, ein Wort. Ja, Soul hält sich nicht an das Wort. Soul, wo sind meine 50 Subs? Ich hätte auf den Dachboden klettern müssen, oder? Ich höre ein Auto. Mein creepy Boyfriend ist da. Best Friend. Du hast es gesagt, ich habe mich versprochen. Nicht Boyfriend. Guess, ich hätte jetzt nach unten laufen müssen. Ja, Nora verrät mich einfach zweimal hier. Wir auch nicht. Auf den Dachboden dürfen wir auch nicht. Okay, ich sperre mich da jetzt ein. Ich habe falsch geladen. Verdammt, du Scheiße. Oh, ich habe Hunger. Wieso habe ich so unermesslichen Hunger? Das macht mich fertig. Komme ich jetzt nicht raus ins Hauptmenü? Ich muss jetzt alte vieren?
Lass uns gegenseitig essen, dann haben wir keinen Hunger mehr. Boah, ich hab so richtig Bock, irgendwas Geiles zu bestellen, ne? Pizza war mies beschissen, das ist schade. Das tut weh. Du musst auf dem Dachboden, nachdem er aus dem Fenster geschaut hat. Ich weiß nicht. Es klingelt ja an der Tür. No translation found for. Ich habe gerade mit den anderen Gästen am Telefon geredet. Ich habe 911 gerufen. Nicht runter. Kann ich nicht. Es ist halt so dumm, dass ich nicht einfach Nora schreiben kann. Das macht die ganze Story ja richtig dumm irgendwie. Dass ich nicht einfach meinen zwei Freunden, die unten vor der Tür stehen, einfach schreiben kann. Wieso kann ich denen nicht schreiben? Der hat die Tür aufgeschlagen. Yo, Mike! Mike, die Maschine. Mike, chill, Mike. Ich lebe, mir geht's gut. Ich erzählte Ihnen alles, was passierte war, nachdem Mike gegangen war. Rick hatte die Polizei gerufen. Der Sturm hatte sich ein wenig beruhigt, als sie ankamen. Und natürlich, der Typ war nirgendwo zu sehen. Die ganze Nacht spielte sich immer wieder in meinem Kopf ab. Wir dachten, dass der Mann, den wir sahen, insgeheim in der Hütte lebte, wenn sie nicht benutzte, und plante, uns während unserem Aufenthalt auszurauben. Aber die Polizei dachte, dass der Mann noch andere Ambitionen hatte, als uns nur auszurauben. Rick fragte, wie der Mann aussah, und stellte danach keine weiteren Fragen mehr.
Wir glaubten, dass er mehr wusste, als er zugab. Aber am Ende gab er uns unser ganzes Geld zurück. Das ist Ricks verlorener Sohn. Aber Sims Shopping-Musik? Jetzt eine geile Couch da hinstellen. Eine schön dunkelgrüne Couch. Oh, die passt da ganz gut. Tron, dankeschön für 5 Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also es war schon auf jeden Fall besser als Iron Bark, aber hat mich auch nicht ganz so abgeholt. Also ich mochte auf jeden Fall, dass es ja auch so eine kleine Komponente gab mit Mike, dass du halt nie so genau wusstest, wer jetzt hier in dem Spiel die Gefahr sein wird. Wird das Rick sein? Wird das Mike sein? Kommt vielleicht irgendwann mal noch der Typ von der Pizzeria zurück? So, du wusstest halt nie genau, wer jetzt eigentlich der Böse in der Geschichte sein wird, ne? Das war eigentlich ganz cool. Das war ganz cool gemacht. Aber ja, so die ersten 80% des Spiels, die haben die ganze Zeit auch so ein bisschen gruselige Musik spielen lassen. So, ich denke mal, das sollte darauf so ein bisschen hinarbeiten, dass du so ein bisschen vor Mike Angst haben solltest. Bei Mike ja so ein bisschen, so ein bisschen rüberkam, so ein bisschen, auch so ein bisschen creepy rüberkam. Dann halt mit dieser Musik. Ich denke, das Spiel wollte dir so ein bisschen vermitteln, ne, dass du auch vor Mike Angst haben solltest. Hat für mich aber nicht ganz so funktioniert, weil diese Mike-Nummer war dann doch ein bisschen zu wenig. Als dass man der Sache irgendwie das abkaufen können und dann sich da ein bisschen gruseln können. Das war doch ein bisschen zu wenig. Und dann, als es mit Mike richtig losging, war halt Mike direkt weg. Deshalb, es war auf jeden Fall um einiges besser als Iron Bark. Aber ich hätte mir mehr gewünscht. Mehr. Mehr Grusel, mehr Horror als die letzten 10 Minuten des Spiels. Fazit: Männer lieber meiden. Das sowieso. Und ich habe Hunger. Ich hätte vor Mike Angst, aber aus anderen Gründen. Ja, Mike war halt auch ein bisschen creepy. Aber bei Mike war ja eher nicht so die Angst, dass er vielleicht jetzt irgendwas machen würde. Irgendwas anstellen würde, sondern es war eher so bei Mike eher so eine Unwohlsein, dass man sich denkt so, boah, hoffentlich muss ich jetzt nicht mit jemandem hier das ganze Wochenende alleine verbringen, der jetzt mir hier die Liebe gesteht. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf den habe. Das war so eine unangenehme Situation, aber ich habe jetzt Mike, so wie Mike dargestellt wurde, habe ich jetzt nicht von Mike erwartet, dass er irgendwas Komisches machen würde. Fazit sind alles falsche Schlangen, ja. Ja. Pizza für alle! Boah, ich hab so Hunger, Chat. Ich hol mir noch eine Banane. Vielleicht sättigt mich die Banane für die nächsten paar Stunden.